Chemische Charakterisierung frisch emittierter Partikel aus Flugzeugabgasen mittels Einzelpartikelmaßenspektrometrie. Nicht flüchtige Emissionen von Flugzeugtriebwerken sind eine wichtige anthropogene Quelle von Rußpartikeln in der oberen Troposphäre und in der Nähe von Flughäfen. Sie beeinflussen das Klima und tragen zur globalen Erwärmung bei. Darüber hinaus wirken sie sich auf die Luftqualität und damit auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Die chemische Zusammensetzung der nicht flüchtigen Partikelemissionen von Flugzeugtriebwerken wurde mithilfe der Einzelpartikelflugzeitmaßenspektrometrie untersucht. Die Abgase von drei verschiedenen Flugzeugtriebwerken wurden beprobt und analysiert. Die Probenahme des Rußpartikels erfolgte direkt hinter der Turbine in einer Testzelle am Flughafen Zürich. Der Schwerpunkt der Einzelpartikelanalyse liegt auf metallischen Verbindungen. Die nachgewiesenen metallischen Verbindungen waren alle intern mit den Rußpartikeln vermischt. Als potenzielle Quellen wurden Kerosin, Motorschmieröl und Abrieb von Motorverschleißteilen berücksichtigt. Eine eindeutige Quellenzuordnung war nicht möglich, da in mehreren der analysierten Quellen die meisten metallischen Verbindungen nachgewiesen wurden. Die kontinuierliche Zunahme des kommerziellen Flugverkehrs hat zu einem wachsenden öffentlichen Bewusstsein und zu größerer Besorgnis über die damit verbundenen Feinstaubemissionen geführt. Die aus der Luftfahrt emittierten Feinstaubpartikel sind von Interesse, da sie eine einzigartige anthropogene Quelle von Rußpartikeln in der oberen Troposphäre und in der Nähe von Flughäfen darstellen. Abhängig von ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften verändern diese Partikel den Strahlungshaushalt der Erde auf unterschiedliche Weise. Unterteilten die Klimaauswirkungen von Flugzeugpartikeln auf das Klima in drei Strahlungsantriebskomponenten, Rousseau-Säule, lineare Kondensstreifen, Kondensstreifen und induzierte Cirruswolken, von denen angenommen wird, dass sie alle zu einer Erwärmung führen. Ähnlich wie dünne Cirruswolken reflektieren sie wenig einfallende Sonnenstrahlung zurück in den Weltraum, absorbieren aber terrestrische Infrarotstrahlung. PM-Emissionen aus der Luftfahrt sind ebenfalls von Bedeutung, da bekannt ist, dass PM im Allgemeinen gesundheitsschädlich sind. Ultrafeine Partikel können tiefer in das menschliche Atmungssystem eindringen und werden weniger wahrscheinlich entfernt als größere Partikel und können möglicherweise in den Blutkreislauf gelangen. Gesundheitliche Auswirkungen im Allgemeinen scheinen stärker mit der Rußemission, BC, verbunden zu sein als mit PMs allein. Es konnte jedoch nicht gezeigt werden, dass BC direkt eine toxische Komponente ist. Janssen et al. 2012 fasst daher zusammen, dass BC wahrscheinlich als Träger toxischer Substanzen fungiert. Dies stützt die Ergebnisse einer früheren Studie, die zeigt, dass Partikel, die Metalle wie Vanadium, Eisen, Kupfer und Nickel enthalten, Epithelschäden verursachen können. Es erscheint intuitiv, dass die größten gesundheitlichen Auswirkungen auf die Atemwege, die durch Flugzeugemissionen verursacht werden, in der Nähe von Flughäfen auftreten, insbesondere für Arbeitnehmer an Flughäfen. Allerdings können Emissionen nicht nur in der Nähe von Flughäfen, sondern auch auf größeren räumlichen Skalen gesundheitliche Auswirkungen haben. Diese Studie wurde mit Mitteln des Schweizer Bundesamtes für Zivilluftfahrt im Rahmen des Projekts Messung von Feinstaub- und Gasphasenemissionen von Flugzeugtriebwerksabgasen ermöglicht.